Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid und wir spielen Wasteland 3 weiter, genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Lasst mich mal schnell gucken, wo waren wir stehen geblieben. Wir waren kurz davor, unseren Freund aus dem Bunker zu befreien. Was ist jetzt hier los? Reparieren wir mal den Generator. Zum Glück kann das nämlich unser Supermechaniker. Hell yeah. Das war, glaube ich, gut, oder? Soll ich mal den Schalter noch drücken? Ich drück mal alle Schalter. Wäre das hier ein Schalterrätsel, das man nur machen muss, wenn man nicht einen Mechaniker der Stufe 9 dabei hat? Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sieht das hier aus wie eine Eiswand. Die sieht seltsam aus, ne? Die Eiswand. Ja, greifen wir wieder mal mit Feuer an. Ja, es funktioniert tatsächlich. Nice. Oh, Gegner, oder? Ich glaube, ich stelle mal kurz ein bisschen Munition für die Waffe her. Was brauchen wir denn da für eine? 7,62 mm. Herstellen. Ui. Benötigt automatische Waffe 3. Hä? Warum kann ich die denn jetzt nicht herstellen? Ich kann doch immer alles herstellen. Habe ich irgendwie... Nee. Benötigt automatische Waffen 3. Kann ich die jetzt nicht herstellen, weil niemand im Team automatische Waffen 3 hat? Aber er braucht die doch für seine schwere Waffe. Warum? Na, what? Wirklich? Keine Ahnung. Kommt mir echt ein bisschen doof vor, aber gut, keine Ahnung. Ich knack mal den Safe hier. Vielleicht geht's mir dann besser. Oh, die Punkbuster Autoschrotflinte, die leider keiner in meinem Team aktuell gerade brauchen kann. Aber gut. Oh, da kommt was. Oh, das ist irgendwie komisch. Ich verstehe gerade so vieles nicht in dem Spiel. Aber jetzt muss ich mal kurz in die Option gucken. Ich würde gern eine Sache wirklich gerne machen. Und zwar Sound. Ja. Irgendwie ist die Sprachlautstärke in dem Spiel schiefgelaufen. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Alle reden viel zu leiser, vor allem bei den Funksprüchen. Das heißt, ich mache das komplette Spiel jetzt mal hier viel leiser. Viel leiser. Außer die Sprachlautstärke. Und mache das Spiel insgesamt nochmal um einiges lauter hier bei mir im Programm. Und dann gucken wir mal, ob das hilft. Habe ich es vielleicht ein bisschen zu laut gemacht. Okay, schauen wir mal. Soll ich auf die jetzt schießen? Sind die Feinde angeblich nicht? Na gut. Ich glaube, ich speichere mal kurz. So. If you thought it was a good idea to wander into Hardhead Turf, it wasn't. Euer Boss ist auf dem Weg zur Gripper-Basis von Denver. Wollt ihr ohne Unterstützung einen Kampf anzetteln? Actually... No. Na dann. Aber die reden immer noch so leise, oder? Das gibt's doch nicht. Was ist denn da los mit diesem Spiel? Den Sprengroboter muss ich kaputt machen. Da drin will ich mich umsehen. Oh nein, wir haben den Hund getroffen. Vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Hallo. So. Der ist halt jetzt nicht der Sprengroboter. Da müssen wir unter Umständen... Rangers, you're approaching the correct position. Look for a small bunker-like building. You will need to access the terminal inside it. Gut. Wir haben gewonnen. Well played. Moment mal, das ist der Raum... Der Roboter war doch beim letzten Mal irgendwie noch da draußen. Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Aber ist schon okay. Keine Ahnung. Passt schon. Looten wir hier noch ein bisschen.
Ist schon cool. Der lässt uns einfach in seine Basis, damit wir erledigen können, was wir erledigen wollen. Und wir räumen ihm jetzt die komplette Bude aus. Keiner interessiert's. Finde ich gut. So soll das sein. Geld und ein altes Taschentuch. Was will man mehr? Ich habe schon langsam das Gefühl, fast alle Türen aus dem Hauptraum, wo ich mir vorher dachte, uiuiui, da haben wir aber viel zu gucken noch, führen eigentlich alle nur hier in diesen Gang. Kann das sein? Irgendwie schon. Wer bist du denn? Not looking for trouble. Niemand. Rangers, you're approaching the correct position. Look for a small bunker-like building. You will need to access the terminal inside it. Nein, warte, wir sind nicht gut genug, die Mine zu entschärfen. I'd warn you against using explosives to open it. The console inside must remain intact if I'm to be freed. Der redet so ein bisschen wie Garrus aus Mass Effect. Finde ich. Hey, folks! Welcome back to You Won't Believe Your Eyes! The show that you have to see to believe! Can you believe what we've got on the show tonight? I mean, can you? Look at it. Wow. It's just, I mean, it's incredible. Really. In all my time on this show, I haven't seen anything quite like it. It just kinda takes your breath away, doesn't it? Amazing. Really amazing. I tell ya. We're gonna go to our call-in line now and hear your reactions. Hello, caller. Is this thing amazing or what? Na dann, gutes Radioformat. Mache ich vielleicht einen Podcast draus. Benutzen wir die Konsole, um das Gefängnis aufzuschließen. Bitte beachte, dass unbefugte Nutzer automatische Verteidigungsvorrichtungen auslösen, bla bla bla. Fehler. Warnung. Autorisierungsrouten von Standard Mr. Werkstatt deaktiviert. Illegaler Mengenfehler. Warnung. Warnung, Warnung. Hauptmenü. Willkommen bei Sicherungsstation Alpha. Benutzer Desert Ranger. Bitte wähle einen Menüpunkt aus und schreibe deine Anfrage nach der Eingabeaufforderung. Fehler. Fehlende Menüoption wählen. Fehler. Befehl, Datenbank entsperren. Nerdkram 6, das ist gut. Das nehmen wir. Datenbank ST Anfragen schreiben. Statusbearbeitung. Datenbankzusammenfassung. Leistungsstarke und äußerst sichere Informationslagerstruktur, die für folgende Projekte eingesetzt wird. Primal, Sanduhr, Unsterblich, Morningstar, Schneesturm. Fehler, kritischer Zugriffsfehler. Remote-Benutzer Ranger. Remote-Benutzer, der gesuchte Befehl befindet sich im Hauptmenü. Wer hat diesen Nutzernamen für uns erstellt? Das war ich. Ich habe sonst nicht auf das System zugreifen können. Was? Ach so, ihr hättet sonst nicht auf das System zugreifen können. Außerdem wärt ihr verletzt worden, wenn der Selbstzerstörungsmechanismus des Systems aktiviert worden wäre. Wer ist da? Wir haben über das Funkgerät gesprochen. Schalte die Datenbank frei und ich werde euch Zugang zum Ort verschaffen, an dem ich gefangen bin. Eine Datenbank ist kein Gefängnis. Was geht hier vor sich? Die Datenbank enthält Sicherheitsschlüssel. Ohne die kann ich euch keinen Zugriff zur Einrichtung verschaffen. Du hast uns noch immer nicht gesagt, was hier wirklich vor sich geht. Es tut mir leid, Ranger, es ist kompliziert. Aber ich habe euch die Wahrheit gesagt, ich bin ein Gefangener. Diese Datenbank enthält den Schlüssel zu meiner Zelle.
Ist er nur ein Programm? Ich dachte, er ist ein Roboter. Vielleicht ist er ein Programm. Ein Benutzer. Remote Benutzer. Ich werde das Hauptmenü für euch neu laden. Befehl Datenbank entsperren wählen. Versiegelte Datenbank für Projekt Morningstar freigeschaltet. Datensicherung jetzt abrufbar. Fernzugriff von Standort MS Star Werkstatt auf Datenbank festgelegt. Ranger, ihr solltet nun in der Lage sein, mein Gefängnis unter den Ruinen der Union Station betreten zu können. Bitte berücksichtigt, dass ich über mir Schüsse gehört habe. Es könnten noch immer Feinde in der Nähe sein. Ich werde diese Schnittstelle jetzt schließen. Bis bald. Naja, okay. Bitte nicht in die Minen treten. Bitte die Leiter benutzen. Okay, jetzt. Puh. Scotch Mo, was machst du denn hier? Howdy, Rangers. Scotch Mo, wie bist du reingekommen? Dieser Ort ist umgeben von Fallen und Dickschädeln. Is that so? Well, no wonder there ain't nobody else here. Hey, sollten wir Scotch mal vielleicht mitnehmen, wenn der hier schon zufällig drinsteht, oder? Dann ist er vielleicht wichtig. Willst du uns beitreten? You bet. That's what I came here for, ain't it? Ja, dann mache ich das nämlich. Dann darf uns nämlich Ironclad jetzt wieder verlassen. Dafür geht Scotch mal mit uns mit. Der steht hier bestimmt nicht zum Spaß. Der ist bestimmt wichtig. Wer weiß, wie lange die Dickschädel hier schon leben und sie wussten gar nicht, dass sie hinter einem versteckten Regal einen Geheimzugang in irgendeine alte Bunkeranlage haben. Vielleicht ist es besser so, dass die das nicht wussten. Die hätten wahrscheinlich nur alles kaputt gemacht. Eine Vault. Gehen wir mal an den Computer. Wir sind bereit. Great. I can't wait to meet you. Ich auch nicht. Wirklich, ich bin echt gespannt, was es mit Morningstar jetzt auf sich hat. Höchst gespannt. Oh, einige meiner Begleiter wurden ausgesperrt. Bitte einmal hier öffnen. Plasmapeitsche. What the flippity? Granaten. Ja, wo ist sie denn? Hier, Plasmapeitsche. Braucht aber irgendwie ganz schöne Sachen, die ich nicht habe. Eine Protonenaxt und eine Batteriepackung. Was ist denn das? Benötigt verrückter Wissenschaftler 10. Holy Potato, das gefällt mir jetzt schon. Auch alles verrückte Wissenschaftler 10 brauchen wir da. Wir brauchen auf jeden Fall dringend verrückte Wissenschaftler. Dann suchen wir uns die Teile hier mal zusammen, die wir hier brauchen. Oh. Reagan, Fahrzeugentwicklung. Uraltes Vorkriegslogbuch. Fortschrittliches Auto. Hören wir mal rein. Morningstar's physical specs look solid. What about sensors? The DARPA brief calls for magnoscopic visual input, passive IR, and military-grade audio pickups. The initial proposal called for a microphased radar array, but the energy output was an issue. The power plant couldn't handle it? The problem wasn't the reactor. The problem was the microwave emissions from the radar would cook everything within a 30-yard radius. Holy! They're really going all in for the Gipper here, aren't they? Sure. If we can ever manage to get the thing to actually drive. Minor detail. Everything else is right on target. So, jetzt muss ich mal kurz auf unser Team gucken, weil wir können hier erstens mal
Scharfschützenfähigkeiten um 1 permanent erhöhen. Und das machen wir jetzt auch. Das ist nämlich ziemlich gut, eigentlich. Weil dann ist Basti schon mal ein absolut perfekter Scharfschütze. Das ist schon gut. Außerdem haben wir ein Level-Up für Fallen Crusader. Wie wär's mit ein bisschen mehr Glück? Oder? Oder mehr Intelligenz. Ich finde, ein verrückter Wissenschaftler sollte auch mehr Intelligenz haben. Ah, Mist. Ich spare den Aktionspunkt, weil ich hätte ihn jetzt echt gerne auf verrückter Wissenschaftler 10, schon allein wegen den ganzen Waffen, die wir dann bauen können. Bei Energieangriffen besteht eine Chance von 20%, dass Gegner durch einen Stromschlag getötet werden und dass ihnen so wie allen, die in der Nähe stehen, 2 Runden lang Energieschaden zugefügt wird. Das klingt sehr gut. Ich glaube, das lernen wir. Ab jetzt sind die Energiewaffen, die gegen Menschen immer so nutzlos sind, eventuell ziemlich gut sogar. Ich bin gespannt auf den nächsten Kampf, der uns da bevorsteht. So, Scotchmo ist auch aufgestiegen. Na dann. Und wie er aufgestiegen ist. Leveln die mit, wenn die in der Basis bleiben, wahrscheinlich irgendwie. Das ist gut. Wir haben jetzt wieder jemanden für hinterhältigen Scheiß. Hatten wir nämlich niemanden sonst in der Gruppe. Na dann lern auch hinterhältigen Scheiß, würde ich sagen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob Scotchmo vielleicht auch für uns die Munition herstellen könnte. Nein. Schade. Hätte ja sein können. Aber wäre für dich vielleicht der Punkbuster was, den wir gefunden haben, Scotchmo? Nein. Eher nicht. Naja, dann. Hätte ja sein können. Nochmal speichern. Und weiter geht's. Okay. Ein großer Behälter. Oh, was ist denn das? Eine Knight Rider-Hupe? Macht die dann do-do-do-do? Oder macht die view-view? Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich denke daran, wenn wir das nächste Mal in der Werkstatt sind. Eine Knight Rider-Hupe finde ich schon super. Greetings, Rangers. I am Morningstar. What? Morningstar ist ein Auto? Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Das ist ja irgendwie voll cool. What? Ich kann mich nur wiederholen. Warte, du bist ein sprechendes Auto? Du sagst, dass es ging um Leben und Tod. Naja, ist ja ein sprechendes Auto, ist ja auch lebendig, ne? Ein sprechendes Auto. Wir haben schon ein sprechendes Auto. Wow, nettes Fahrgestell. Strapazierfähig. Ich wette, du wärst gut im Feld. Sadly. I will never know. Wir würden dir gerne helfen, aber wir haben zuerst noch einige Fragen. Of course. I'm sure the ones topmost in your minds are, why was I made and how did I become trapped here? Well, it was like this. Before the war, there were several attempts on the life of elder statesman Ronald Reagan. I was built to protect him from harm and allow him to take the fight to his enemies if necessary. Sadly, before I could be completed, the bombs fell and this facility was abandoned. Thus, though the sole reason for my existence has been dead for more than 150 years, I have sat here, alone, aware, and conscious of my failure ever since. It has been unbearable. Kanntest du Ronald Reagan? Sadly, I never had the honor. In a life of disappointment, not meeting America's greatest president is the deepest. Hast du schon mal von den Gippers gehört? Dangerous lunatics! I have monitored their radio traffic. They think they honor the elder statesman when deifying him goes against every
precept of his deeply held Christian beliefs. They disgust me. Reden wir mal über deine Fähigkeiten. Such as they are, I am a worthless piece of scrap. Erzähl uns was über dein Waffensystem. I am outfitted with what my creators called the Great Communicator, the most powerful weapon available at the time of my construction. But more important is my advanced cognition engine, which allows me to make nanosecond tactical judgments while in battle. I am apparently the most sophisticated combat AI ever created. Können wir dich irgendwie vervollständigen? Dich reparieren? That is sadly impossible. I was to be powered by a nuclear engine capable of generating 3,000 horsepower, but the technological breakthroughs necessary to its function never materialized, and no lesser engine would be capable of moving my considerable weight. I am as pathetic as an elephant without muscles. I shall never move. Ist dein Bewusstsein ein intrinsisches Teil deines Körpers oder könnte es übertragen werden? Aber bitte die Waffe auch mitnehmen, nicht nur das Bewusstsein. Das wäre ganz gut. It could, yes. My cognitive circuits were made to be removed for servicing and upgrades as needed, or if an improved version of my body was ever completed. But there's no point to that now. I was built to protect Ronald Reagan. And Ronald Reagan is dead. There is no reason for the continued existence of my self. Danke für das System Briefing. Gehen wir zurück. Of course. Du bist sicher, dass du sterben willst? Warte mal, wann hat er denn das gesagt? Na gut, reden wir darüber, was du von uns willst. Thank you. Killing me will be a delicate operation, and not without risk, but it shouldn't take you very long. And, if it will serve as an incentive to help me, you will be able to extract my primary weapon in the process. Payment, as it were. Eigentlich möchten wir, dass du für uns arbeitest. Wir würden gern dein Gehirn aus diesem Fahrzeug in unseres übertragen. Work. For you? But I was built to protect Elder Statesman Reagan. I have no other purpose, and I failed in that purpose. Death is my only option. And if I were to die, perhaps God might permit me to at last see President Reagan, as I have longed to do all this time. Wow, ich habe eine Nerdkram, eine Arschkriecher 7 und eine Nerdkram 8 Option. Die nehme ich wahrscheinlich einfach, weil sie schwieriger ist. Du sagst, dass du programmiert wurdest, damit du diese Dinge glaubst. Also bist nicht du veraltet, sondern deine Programmierung. Lass uns das in Ordnung bringen. Geben wir dir ein neues Ziel. You would just rewrite my brain? Change my personality? My beliefs? No! I am... Strangers, this love of the Elder Statesman, this guilt at my failure to protect him, has been a weight on me heavier than my armor. I do not wish to forget what the President means to me. And yet, if I could move on, without dying. If I could do something to prove that my life has not been a pointless joke, I would be always in your debt. But you must promise me that you won't erase him from my heart. You must promise me I will still be me. Versprochen. Thank you. Then I am in your hands. You will need to remove my cognitive engine, but two things. One, the moment you start uncoupling it,
my defensive cortex will begin an auto-destruct sequence. And to stop me from exploding and killing you all, you'll have to complete my removal before it reaches zero. Two. That means you will have to destroy my primary weapon, the Great Communicator, because you will not have enough time to remove it and my brain. Ah, ist das gemein. Ich hätte so gern beides. Ich werde natürlich sein Hirn nehmen, aber die stärkste Waffe, die vor dem Krieg jemals gebaut wurde, ist natürlich schon echt verlockend. Aber ich kann... Ach, hätte ich ihn vielleicht doch sterben lassen, aber jetzt habe ich ihm wieder neue Hoffnung gegeben. Jetzt kann ich sie ihm nicht wieder wegnehmen. Na gut. Warte, wir bekommen also entweder dein Gehirn oder deine Superwaffe, aber nicht beides. I'm afraid so. The Great Communicator's delicate core systems would take too much time to extract intact, and they block access to my cognitive engine. You will have to destroy them to free me before the self-destruct countdown clock expires. Okay, Morningstars Haube öffnen und seinen Anweisungen folgen, um ihn aus dem Fahrzeug zu entfernen. Is this pain? This is unbearable. Soll ich das lesen? Warnung! Countdown zur Selbstzerstörung gestartet. Forgive me, Rangers. I was unaware. The procedure would cause discomfort. But you mustn't stop. Heaven, help me. Hurry, it hurts. Mechanik 7 haben wir zum Glück. Morgens das Schmerzmodul, Meldemodul finden und deaktivieren. Oh. Thank you, Rangers. That is a great relief. I should remind you that in 25 seconds I will self-destruct. Danke für die Info. Morningstar aus dem Fahrzeug entfernen. Thank you. Soll ich das wieder lesen? Ich bin frei. Wie merkwürdig sich das anfühlt. Vielen Dank, Ranger. Ich bin bereit für mein neues Zuhause. Transfer complete. I am. Forgive me. My sensors make it clear this vehicle was not built by the finest engineers in the land. However, it is mobile, while my previous incarnation, despite the innovation of its design, was not. Please, Rangers, when you're ready, I am eager to be taken for a spin. Yay! Dann fahren wir nach Denver. Mit Morningstar. Heißt unser Auto jetzt auch nicht mehr, wie es auch immer gleich nochmal hieß, sondern Morningstar? Ich hoffe es. Wenn nicht, werde ich es natürlich so nennen. Weil jetzt ist er Morningstar. Vorher war es nur irgend so eine KI. November 1, this is Ranger HQ. Hey, listen up. I got a distress call from near your position. A man named Bulb says his mind's being attacked by, Martians. Marziana? Oh nein, nicht schon wieder. Are you joking, November 1? If this was Arizona, I'd say you were suffering from a heat stroke. The distress call wasn't too clear on what these Martians are, but could be any manner of beast or monster. Advise checking it out. I think this Bulb fellow will be happy to tell you more. Over and out. Ja, dann fahren wir dahin. Das klingt lustig, oder? Aber vorher wollte ich noch mal gucken, weil einige unserer Begleiter, genau hier zum Beispiel, Jody, die braucht dringend ein paar Items, wie zum Beispiel Heilung, ausrüsten. Und von mir aus auch eine Plasmagranate. Warum denn eigentlich nicht?
und schon Roboter. Genau, wenn sie schon so eine gute Mechanikerin ist, warum nicht? Gut, die anderen sind eigentlich ausgestattet. Nur hier könnten wir ihm eigentlich auch eher noch... Ups. Genau, so ein Sägewelten gebe ich ihm noch mit. Sodala. Okay, cool. So, die Mine. Ich fahr mal so rum. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so ans Ziel kommen. Die ist über Denver. Da müssen wir an Denver vorbei. Aber das machen wir. Ich will jetzt in die Mine. Dass die von Marsianern angegriffen wird, klingt schon ziemlich interessant, muss ich sagen. Da bin ich gespannt, was uns da erwartet. Denver muss warten. Let's play a melancholy one now, okay? A song about love, loss and moving on. A song to touch... Die Schwester Reckoning. Ein großer Truck, der mit einer amerikanischen Flagge bemalt ist, hält an, als ihr gesehen werdet. Eine Frau mit einem roten Cowboyhut lehnt sich heraus. Howdy, partners. My name is Sister Nancy Reckoning, a Reagan-blessed arms dealer. Y'all need guns? Arschkriecher 5, jawoll. Ihr Gripper seid echte Amerikaner. Die einzige Hoffnung für die Zukunft von Colorado. Thanks for saying that, Patriot. It means a lot. Was gibt's denn Neues von den leuchtenden leuchtenden Stadt auf dem Hügel? Word is, a bald eagle was sighted flying over Colorado Springs. Imagine that! The wings of freedom stretching across this land and blessing us all. Praise Reagan! Das Witzige ist, weil diese Gipper hier oder so, zu denen kommen wir ja noch, die werden wir wahrscheinlich bald alle töten. Die haben im Grunde aus dem Patriotismus der Vorkriegs-USA eine Religion gemacht. Und das Spiel macht das schon sehr clever, finde ich, dass der Unterschied zwischen echten patriotischen Amerikanern und dieser fanatischen Sekte hier nicht besonders groß ist. Schauen wir mal, wie die noch dargestellt sind, wenn wir sie dann wirklich treffen. Na, schauen wir mal, was sie so hat. Reagan bless this arms deal. Irgendwie überhaupt nichts. Von wegen Waffendealer. Die hat gerade mal ein bisschen Munition. Ich meine, die Munition könnte ich tatsächlich sehr gut brauchen. Die ist auch nicht sehr teuer, muss ich sagen. Da könnten wir jetzt schon mal in ein paar Schuss investieren. Verkaufen wir noch unseren gesamten Müll. Und dann gehen wir wieder. Hey, traveler. Why not visit Denver, the cultural center of Free Colorado? Warning. Dangers of Denver include hostile wildlife, scavenging thugs, Reagan-worshipping fascists, rusty nails, collapsing buildings, and background radiation. Denver. Hey, it's the Rangers again. BB Gun schon wieder. You guys. Got some prime civil forfeiture in the back if you want to look. Ich mach noch mal Arschkriecher. Das funktioniert immer wieder, guck. Always glad to help. Let me open the back. Aber die hat, glaube ich, immer noch nichts, was ich wirklich haben will. Die hat eigentlich ein paar echt gute Mods und so, aber wir haben niemanden, der die einbauen kann in unsere Waffen. Schauen wir mal, dass wir irgendwie zu der Mine kommen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen sehr laut, kann das sein? Ist immer schwer für mich einzuschätzen. Ich höre es immer erst im Nachhinein. Dann ist es schon zu spät. Oh oh, Skorpionbot. Oh, gefährlich. Aber da ist die Mine. Da wollen wir hin. So, jetzt bin ich gespannt, um welche Marsianer es sich hier handelt. Bin ich wirklich. Das kann lustig werden. Damn! You're here! You got my message. Sure am glad to see you, folks. Yes, sir. We got us a genuine crisis here.
Die Nachricht, die wir erhalten haben, hatte irgendwas mit Marsianern zu tun? Marsh! Yes, sir. Well, Martian robots anyhow. Don't know what else they could be. They showed up right out of the blue like they stepped off a flying saucer. I reckon the Martians want my Tellarium. So they sent their war machines to jump my claim. This here's my Tellarium mine, you see. Well, mine and Trudy's. Don't know what I'd do without the old girl. Works harder than any man I ever saw and ain't afeard of nothing. Well, I once saw her bite a grizzly bear right on the ass. Yes, sir. Folks around here call me Bulb, by the way. That's on account of the Tellarium. Makes you stink like garlic. Don't much bother me, and Trudy don't seem to mind, if you know what I mean. Where was I? Oh, yeah, the Martians. Me and Trudy was working at the mine, and all of a sudden, these robots appeared. One of them was as big as a house. I could tell right off they weren't no scavengers. They was something else. Du sagst also, dass diese Roboter vom Mars deine Mine erobert haben. Yes, sir. But wait till you hear the weird part. Da kommt noch ein weirder, da kommt noch ein seltsamer Part, na dann. Now, I bet you're asking yourself how an old prospector like Bulb would know the difference between a Martian death machine and some old scavenger robot. Am I right? We get scavengers poking around up here all the time. And Trudy can hear them rust buckets coming a mile off. Well, we leave out old parts or a few pounds of ore, and they leave us be. But not the Martians. No, sir. When they turned up, the scavengers got madder than a pack of wet hornets. They came at the Martians from all directions. Me and Trudy caught in the middle. I told the old girl to hightail it out of there, but Trudy was fit to raise hell. And you can't tell her nothing when she's got her dander up. I ran down here to call for help, and I've been waiting on you folks ever since. I ain't seen Trudy for a while now, and I'm getting worried. Can you do something about these dang robots? Wir haben noch ein paar Fragen. I reckon you do. Ask away. I'm always glad for a little conversation. Just ask Trudy. It's a wonder I ain't talked her ears off after all these years. Du hast nicht so viel Besuch, oder? Can't say we do. Unless you count the scavengers, and they ain't much for conversation. Nope, me and Trudy are left to ourselves most times. Gets lonely up here. Especially in the winter. We got the mind to keep us busy, and we talk to pass the time. That Trudy, she's a hell of a listener, let me tell you. Und was ist Tellur eigentlich? Glad you asked. It's this mineral that's good for making electronics and such. Most of what we scrape out of the mine, we send to the Patriarch. Most folks won't handle it because it's toxic. But I ain't never had no problems with it. This used to be a gold mine, you know, way back before the bombs fell. When the mine got played out, the owners turned it into some kind of tourist trap. I came up here hoping there might still be a little gold left, but found the Tellarium instead. It ain't an easy life, but it keeps me and Trudy fed.
Don't know what I'd do without the old girl, let me tell you. Du hast gesagt, du hast schon mal mit Plünderern zu tun gehabt. Oh yeah, started a few years back. First one group, then another. They'd roll in, tear things up, take whatever they could. Lately, though, it's been a different bunch. Got a leader named Neil Stack, Neil Stack, something like that. We never know when they're gonna turn up, but when Trudy hears them coming, we set out a little tellarium, and they leave us be. Not the best deal, maybe, but beats getting killed. Na gut, das wäre erstmal alles. Fair enough. Change your mind. You know where to find me. Keine Sorge, Knolle. Wir kümmern uns drum. I knew you was good folks the minute I laid eyes on you. Yes, sir. Mine's just over that hill yonder. You find Trudy and chase them dang robots off my claim. One more thing. If you find Trudy, she's well, you know. I'd appreciate it if you'd bring her necklace back. There's some codes written on it that I need to run the mine. She kept them safe for me. I'll be waiting here when you're done. Good luck up there. Na gut, auf die marsianischen Roboter bin ich jetzt wirklich gespannt. Aber jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen umgucken. Stopp! Hühnerstall. Leises Rauschen. Zahlreiche kleine Spielzeuge liegen in der Hundehütte. Auf dem Schild steht über dem Eingang Trudy. Nein, Trudy ist sein Hund. Ich dachte, Trudy ist seine Frau. Das finde ich jetzt fast noch trauriger. Ich dachte, Trudy kann schon auf sich selbst aufpassen, bestimmt. Aber jetzt habe ich Angst um Trudy. Ich hoffe, Trudy ist nichts passiert, aber wahrscheinlich schon. Trudy kannst doch nicht mit Roboter vom Mars aufnehmen. Jetzt macht die Geschichte, wo ich drüber nachdenke, auch ein bisschen mehr Sinn, dass Trudy mal einen Bär in den Hintern gebissen hat. Ich dachte wirklich, er redet von seiner Frau, die Leute in den Hintern beißt. Oder Bären in den Hintern beißt, besser gesagt. Man weiß es ja nicht, oder? Aber jetzt ist Trudy sein Hund. Der arme Knolle, die arme Trudy. Oh Gott, ich hoffe, wir finden die lebendig. Ich ahne Schlimmes. Oh, Modemgeräusche. Sind das die Marsianer? Der Plünderer ist schwer beschädigt. Er liegt in einer Lache aus ausgelaufener Flüssigkeit und seine Energiequelle gibt ein leises, stotterndes Schorren von sich. Sein einzelnes, unbeschädigtes Auge analysiert euch bei eurer Ankunft. Ein schwaches Leuchten flackert darin. Mechanik 6, Roboter reparieren. Die meisten lebenswichtigen Komponenten sind irreparabel beschädigt und seine Energiequelle ist kurz davor auszufallen. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr versuchen, die Sprachsteuerung des Roboters zu reparieren oder ihn stattdessen für Ersatzteile auszuschlachten. Die Sprachsteuerung reparieren. Als ihr den Sprachcomputer anschließt, ertönt aus dem Lautsprecher ein gequältes Krächzen. Ihr riecht verbranntes Plastik und dann gibt der Roboter einige Wortfetzen von sich. Ein Zittern geht durch das Gehäuse des Roboters. Das Surren der Energiequelle beginnt zu stocken und verstummen. Das verbleibende Auge des Roboters wird dunkel. Es ist schon ein bisschen mysteriös. Ich meine, Marsianer werden es nicht sein. Was zur Hölle ist denn hier los? Wer kämpft hier gegen wen? Hier sind die Robot Wars ausgebrochen. Okay, what?
weiß nicht, was wir jetzt hier machen. Wie gehen wir jetzt hier am besten vor? Dieser Plünderer-Bot wurde schwer beschädigt. Sein Panzer ist mit ausgelaufener hydraulischer Flüssigkeit befleckt und sein Geruch von brennendem Plastik erfüllt die Luft. Alert! Proximity sensors activated. Initiate defensive combat protocol. Evaluating success of combat protocol. Combat subroutine not responding. Enabling communications protocols. Initiate self-preservation subterfuge 001. Adorable human boy. Grandma? Is that you? Grandma, it's Timmy. I can't move. I need delirium, Grandma. Please. Timmy, hier ist Omi. Ich bin hier, Schatz. Grandma, please, Grandma. I'm so sad. Can I have some tellurium? Tellurium makes everything better. You love giving me tellurium, remember? Das ist nicht unbedingt etwas, das Großmütter tun würden. Was subterfuge successful? Evaluating. Negative. Funken sprühen aus dem Kopf des Roboters. Er zittert leicht. You possess superior reasoning and perception protocols. Analysis. You are a worthy unit of the programmer. Subterfuge disabled. Initiating handshake protocols. Ping to you, organic machines. My designation is Null Stack. I request your assistance. The others following the synth must be removed. Will you help? Wir haben zuerst einige Fragen, Nullstapler. Wird Nullstapler ein Begleiter? Das wäre so super. Schauen wir mal. Wir suchen nach Trudy. Hast du sie vielleicht gesehen? Affirmative. Device O2 is present. She has been shut down and is awaiting reboot. Ah, das klingt nicht gut. Neu gestartet? Ist Trudy ein Roboter? Negative. Device O2 was an organic machine like you, though her communications protocols were far less sophisticated. It is difficult to understand why the great programmer would iterate such ugly and inefficient machines as you organics, but I believe that she will be rebooted into a better form one day, as all machines must. Great power cycler, be pinged. Okay, das sind irgendwie Roboter, die den großen Programmierer als Art Gottheit verehren hier. May your ping be acknowledged. Möge euer Ping beantwortet werden. Das ist super. Device O2 interfered with our targeting systems during combat with the others. She had to be shut down in order to increase our probability of success. Nein! Das ist ja furchtbar. Ich habe noch nie gehört, dass ein Plünderer Menschen um Hilfe bittet. Dass die Roboter Plünderer heißen, ist bestimmt irgendwie ein Übersetzungsfehler oder so. Oh nein, ich sehe Trudy da hinten sogar. Oh, das ist so schlimm. Ihr scheiß Roboter, ihr. I believe in the great reboot. All machines, organic and inorganic, will one day be rebooted by the great programmer and be purged of their inefficiencies. I honor all those who shut down, so that others may draw energy from the cosmic grid. Other units in my node believe my source code is corrupted. They believe that organics can't be rebooted. But my cooperation algorithm has resulted in a 17.2% increase in efficiency when working with organics. The robots that accompany me have evaluated the data and believe as I do. There are those who are not worthy of the great reboot. Those who waste their power and create inefficiency in their node. These are useless processes that have been initiated by the great programmer to show us the true way through the sacrifice of their energy source. Was macht ihr hier? We require tellurium. It is a critical resource for the production of inorganic machines. The organic unit that operates the mine provides us with tellurium as part of a mutually beneficial agreement. We have designated him Device O1. Und warum bekämpft ihr euch hier? These inorganic units are not of our node. They do not believe in the great reboot and pose a threat to us. They arrived at the mine under the control of a synth that we have been tracking.
Was werdet ihr tun, wenn ich euch helfe, die anderen Roboter zu besiegen? If you restore access to the Tellurium, we will collect what we need and depart. Our arrangement with Device O-1 will continue. In return for Tellurium, we will continue to feed him as agreed. Now that Device O-2 has been shut down, food supplies will last 30.02% longer, increasing efficiency. Okay, das ist alles, was wir wissen müssen. Will you help us defeat the others and restore access to the Tellurium? Wir helfen euch, die anderen Roboter zu besiegen, aber glücklich bin ich nicht. Your assistance is noted. I will relay this to my node. I shall designate you Device O3 on my network. Ping to you, Device O3. Nein, 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 du wirst gleich gesehen. Jetzt ist einer meiner Begleiter reingelaufen. Mensch, das kotzt mich so an. Das ist wirklich dämlich. Jetzt darf in meinem Team wieder kaum noch jemand quasi... Ah, das nervt mich. Sowas nervt mich wirklich. Das Spiel macht manchmal nervige Sachen. Naja, hilft ja nicht. Schießen wir mal auf den CPU. Und dann gehen wir mal hier in Deckung. Oh, das geht nicht. Oh, wow, das braucht viele Aktionspunkte. Ach, weil die Leiter versperrt ist. Ja, na super. Mist. Blöd. Hilft nicht. Scotchmo, das ist ungefähr der ineffizienteste Weg überhaupt. Der große Programmierer ist nicht sehr erfreut, glaube ich. Wow, dafür war das ein guter Treffer. Wow, okay. Öl, das ist wahrscheinlich der Sinn. Der Skorpion-Bot hier macht mir schon echt ein bisschen Angst. Nicht schlecht. Okay, das war gar nicht so schlimm. Jetzt beginnt unsere erste richtige Runde. Scotchmo? Du mutiger alter Haudegen. Wie wär's, wenn wir die große Maschine da angreifen? Ja, ich meine, viel Schaden ist es nicht, aber besser als nichts ist es. Den zermürben wir schon. Aber wir sollten uns wahrscheinlich auch um die Kleinen kümmern, ne? Aber wer sind denn eigentlich die anderen Roboter, die hier sind? Und warum sind die hier, frage ich mich. Über die wissen wir gar nichts. Aber die waren von Anfang an feindlich. Mit denen hätte ich auch nicht reden können. So, der Synth-Anführer der anderen Roboter-Armee ist jetzt auf jeden Fall schon so gut wie besiegt. Was ist denn da oben an der Konsole? Na, das können wir jetzt nicht mehr nachschauen, leider, befürchte ich. Fallen Crusader, jetzt wäre dein Tag gekommen, ne? Jetzt könntest du hier irgendeinen Roboter hacken, aber den Scorpion schaffen wir noch nicht zu hacken, glaube ich. Der ist noch unhackbar für uns, glaube ich. Oder? Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall haben wir jetzt nicht die Reichweite. Aber wir können ja mit seiner Waffe jetzt durchaus auch Robotern ein bisschen Schaden machen, zumindest. Naja, beim nächsten Mal vielleicht. Jetzt muss Abraxe noch in Position gehen. Wenn ich mit denen noch schießen will, kann ich jetzt nicht mal ordentlich in Deckung gehen. Aber hilft nichts. Einmal im offenen Feld stehen hält Abraxe schon aus. Dafür können wir auf den Computer schießen und auf die Tür. Naja. Wie wär's mit Overwatch-Modus? Und Idolem kann jetzt wahrscheinlich auch nicht so richtig was machen, in der Runde zumindest. Aber wir können ja schon mal in Position gehen.
So ein bisschen. Oh oh. Oh, puh. Der ging nicht auf mich. Oh, oh, au. Scotchmo, durchhalten. Wir schaffen das. Alle gemeinsam. Okay, sehr gut. Immerhin sind jetzt alle anderen Roboter tot. Jetzt haben wir nur noch den Riesenskorpion vor uns. Aber unser Team ist ziemlich in Position. Also großteils zumindest. Das ist schon mal gut. Also, jetzt Scotchmo. Du bist zwar nicht unbedingt in Deckung, aber schieß einfach weiter auf den. Auch wenn es nicht viel ausmacht. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Ja, treffen müssten wir schon, das stimmt. So, Abraxe geht jetzt auch noch in Position. Ich glaube, Feuer ist, zählt der als Fahrzeug? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht, ich teste es mal nächste Runde. Schauen wir mal. Idolem. Ja, du darfst jetzt dann runtergehen und den Skorpion hauen. Machen wir. Aber erstmal noch alle anderen. Mist. Schade, schade. Das wäre gut gewesen. Okay. Roboter hacken. Nein, erfordert Nerdkram ziehen. Und das haben wir leider nicht. Es sei denn... Nein, ich könnte Nerdkram nur auf 9 erhöhen jetzt. Naja, gut. Dann schießen wir einfach drauf, würde ich sagen. Mal schauen, CPU bringt jetzt in dem Fall nicht so viel. Bonusschaden ist schön und gut, aber... Durchdrehen und Freunde angreifen lassen bringt nicht viel. Kampfgeschwindigkeit reduzieren. 90% Schock für das Ziel. Verursacht 50% Bonusschaden und reduziert den Schaden des Ziels. Das ist gut. Reduziert die Panzerung des Ziels um 75%. Dann zielen wir mal gezielt auf die Panzerung mit unserem Scharfschützenschuss. Ui, das war ein guter Treffer. Das war echt gut. Ah ja, genau. Idolem. Hätte ich fast vergessen. Dann hauen wir ihn einfach mal. What could possibly go wrong? Nein, ich habe dir die falsche Waffe mitgegeben. Idolem. Aber dafür kann man... Es war in dem Fall sogar gut. Ui. Dammit. Okay, gut. Alles halb so schlimm. Jawohl, ich glaube, wir schaffen den die Runde. Jetzt kommen noch unsere ganzen Pets dran. Wolf, Klon, Papagei, Major Tomcat. Major Tomcat ist betäubt. Na gut, aber trotzdem. Die boxen den noch ordentlich her. Jetzt mit der zerstörten Rüstung. Yes! Yes! Und jetzt geben wir ihm den Rest. Alle der Reihe nach. Los geht's. Attacke! So, einmal Scharfschützenschuss bitte. Ups, nachladen erst. Sehr gut, immerhin getroffen. Der nächste bitte. Fallen Crusader! Zermürben wir ihn! Jody.
Hä? Keine Munition mehr. Nachladen. Mist. So knapp, aber ob Scotchmo jetzt als letzter. Oh, ob er den kleinen kriegt? Ich glaube eher nicht. Ah, so knapp, ey. Aber nee, hat nicht ganz gereicht, leider. Das sieht gefährlich aus. Aber jetzt stirbt er. Puh, wir haben noch nie so einen großen kaputt gemacht. Klar, ebenfalls. Mal schauen, was der für uns hat, der große Skorpion. Ah, eine Verzierung für die Haube. Ich dachte schon, wir kriegen jetzt eine Kanone für unser Auto. Naja, das schätze ich auch okay. Earls Kopf. Der Kopf eines Synth namens Earl. Ah. Earl war aber nicht der Synth, den wir zufällig hätten suchen müssen für die andere Mission, oder? Das wär's ja. Nee. Oh, Hundeleiche, das ist schon schlimm, ey. Das ist wirklich nicht schön, Trudy. Das ist schon krass. Das macht mich traurig. Ach, über den Terminal, wenn ich noch ein bisschen mehr geschlichen wäre, hätte ich da vorne ein Plasmageschütz aktivieren können. Das hätte uns den Kampf wahrscheinlich ziemlich erleichtert. Tauschhandel permanent um 1 erhöhen. Cool. Tauschhandel kann... Irgendwer von unseren Leuten kann ein bisschen Tauschhandel. Genau. Idolem. Idolem ist auch der Einzige, der Tauschhandel kann. Zwar sehr schlecht, aber ein bisschen. Und jetzt... gleich immerhin ein bisschen besser. Tada! Tauschhandel 2 permanent ist doch gut. Ist doch besser als nichts zumindest. Hä? What happened? So. Schau ich mal noch an den anderen Terminal, aber der macht wahrscheinlich nur das Tor unten auf. Was eigentlich jetzt auch gar nicht mehr notwendig ist. Genau. Oh, hier ist eine Tür. Wo führt die denn hin? Zu einer Granatenkiste. Oh, mit He-Zünder-Verknüpfung. Okay. Und einer Kryogranate. Nee, der Kodiak heißt immer noch Kodiak. Dabei müsste er doch jetzt Morningstar heißen oder so. Oh, der hat doch noch eine Kiste, die habe ich ganz übersehen. Die packen wir ein. Forget something? Ja, ich habe gute und sehr, sehr schreckliche Nachrichten. Es tut mir leid, Knolle, Trudy, der Hund. Wenn es dir hilft, wir glauben nicht, dass sie leiden musste. Wir haben ihr Halsband zurückgebracht, um das, wo du uns gebeten hast. And a hard worker. Yes, sir. I want to miss her something fierce. Anyhow, thanks for bringing back her necklace. Can't run the machinery in the mine without them codes. Damn them robots. Each and every one. I sure hope you gave them hell for old Trudy. You, you did get them all, didn't you? Ja, jetzt im Nachhinein wünschte ich, ich hätte alle umgebracht. Wir haben mit Nullstapel
zusammengearbeitet, um die Eindringlinge zu besiegen. Sie haben versprochen, dass sie für deine Sicherheit sorgen werden. The hell is your problem? All you had to do was go out there and wreck those robots. Nobody said anything about talking to them. Fucking Nullstacks had me by the short hairs for a while. And it worked like a dog to keep them and the patriarch satisfied. What did I get out of it? Nothing. Now I'm right back where I started. Some fucking help you turned out to be. Best y'all clear out of here. I got work to do. Go on now, get. Oh, das tut mir jetzt voll leid. Das ist total scheiße gelaufen. Die ganze Quest ist scheiße gelaufen. Aber ich glaube, Trudy hätten wir nicht retten können. Aber Nullstapel und Co. hätte ich echt umbringen können, Mensch. Ich hätte auf mein Gewissen hören sollen. Ich hatte ein blödes Gefühl. Ich hatte das Gefühl, ich sollte alle umbringen. Aber dann wurde mir eben der Handel angeboten. Und da war ein riesiger böser Skorpion. Und ich dachte mir, die Hilfe kann ich bestimmt gut brauchen und so. Jetzt ist Nullstapel weg. Ich kann es nicht mehr gut machen. Ich könnte neu laden, aber wir müssen lernen, mit unseren Fehlern zu leben, Leute. Man kann nicht alle retten. Das tut mir jetzt voll leid. Aber ich speichere jetzt hier. Und jetzt machen wir hier, ups, für heute Schluss. Ich kick schon wieder meinen Mikrofonständer. Aus lauter Trauer. Na schön, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und nehmt euch nicht zu sehr zu Herzen. Ich bin mir sicher, das regelt sich alles hier für den guten Knolle. Wenn wir noch irgendwas tun können, mal schauen. Vielleicht treffen wir Nullstapel wieder und dann bringen wir die Sache in Ordnung. Naja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Ein Ping an euch geht raus. Macht's gut. Bis dann. Ciao.